Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Wien haben die Behörden offenbar einen geplanten Terroranschlag auf die anstehenden Konzerte von US-Superstar Taylor Swift vereitelt. Hauptverdächtiger ist ein 19-jähriger Österreicher. Er soll Anhänger des sogenannten Islamischen Staates sein. Laut Sicherheitsbehörden hat er gestanden, einen Selbstmordanschlag geplant zu haben. Er war gestern zusammen mit einem 17-Jährigen festgenommen worden. Alle drei Konzerte wurden daraufhin abgesagt. Heute Mittag in der Wiener Innenstadt. Hunderte Swifties singen gemeinsam gegen ihre Enttäuschung an. Viele sind von weit her gekommen, wie Holly und ihre Tochter aus Los Angeles. Ich habe ein Jahr gewartet, um Taylor Swift zu sehen. Alles war fertig, auch das Outfit für die Kleine. Dann, gestern Abend, die Absage aller drei Konzerte mit jeweils 65.000 Besuchern wegen eines geplanten Terroranschlags auf das Ernst-Happel-Stadion. Ein 17- und ein 19-jähriger junger Mann sitzen in Haft. Der Ältere hat umfangreich gestanden. Die Polizei stellt bei ihm Sprengstoff, Zünder, Kabel, Macheten und Bauanleitungen für Bomben sicher. Anfang Juli habe der österreichische Staatsangehörige mit mazedonischem Hintergrund einen Schwur auf den sogenannten Islamischen Staat geleistet. Die Lage ist ernst, aber wir können auch feststellen, eine Tragödie konnte verhindert werden. Ein Großeinsatz der Polizei in Ternitz südlich von Wien führte gestern zur Festnahme des 19-Jährigen. Hinweise seien auch von ausländischen Geheimdiensten gekommen. Während die Polizei weiter ermittelt, tauschen die Swifties in der Innenstadt Freundschaftsarmbänder. Viele, wie auch Holly, zeigen Verständnis. Ich bin froh, dass Taylor Swift und die Organisatoren diese Entscheidung getroffen haben. Für unsere Sicherheit. Ihre Fans werden noch ausharren. Der Popstar selbst soll Österreich bereits verlassen haben. Im öffentlichen Raum. Mit Intensivtätern, mit Mehrfachtätern im Hintergrund, die Messer einsetzen, sind eine ganz gravierende Gefahr. Und deswegen haben wir mit einer Taskforce deutliche Handlungsoptionen entwickelt, mit denen wir gegensteuern. Gefährder werden in Dortmund nun gezielt angesprochen. Andere Städte reagieren mit sogenannten Waffenverbotszonen. Ein Versuch, den bundesweit steigenden Messergewalttaten etwas entgegenzusetzen. Auch die Bundesinnenministerin sieht Handlungsbedarf, spricht sich unter anderem für ein generelles Messerverbot im öffentlichen Nahverkehr aus und will weitere Änderungsvorschläge zum Waffenrecht vorlegen. Darauf pochen auch die Länder im Bundesrat schon länger. Denn derzeit dürfen in Deutschland nur bestimmte Messertypen nicht mitgeführt werden. Feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm oder Messer mit einhändig feststellbarer Klinge. Das könnte nun verschärft werden. Es gibt Messer, die durchaus jeder Bürger, jede Bürgerin kaufen kann, auch ohne Altersbeschränkung. Die erfüllen diese Kautelen des Verbots nicht. Und genau die werden auch gekauft. Und meine Kollegen berichten überwiegend auch in Waffenverbotszonen sichergestellt. In Dortmund dürfen Intensivtäter schon jetzt auch solche legalen Messer nicht mehr mit sich führen. Tun sie es doch, müssen sie ein Zwangsgeld zahlen, 250 Euro. 7 Jahre nach seiner Flucht ins Exil ist der katalanische Unabhängigkeitsführer Carles Puigdemont trotz drohender Festnahme nach Spanien zurückgekehrt. Dort hielt er unweit des katalanischen Parlaments in Barcelona eine Rede vor tausenden Anhängern. Anschließend entzog er sich dem Zugriff der Polizei. Der Separatist wird in Spanien per Haftbefehl gesucht. Die Justiz wirft ihm vor, den gescheiterten Abspaltungsversuch Kataloniens mit öffentlichen Geldern finanziert zu haben.